Schönen guten Tag, mein Name ist Uwe Danione von der Firma Creapaper und ich bin der Inhaber der Firma Creapaper. Mein Name ist Michael Krohek, ich kümmere mich um das Thema Geschäftsentwicklung. Ja, wir von Creapaper haben eine Idee verwirklicht, wie wir Papier nachhaltiger machen können. Papier wird in der Regel aus Holz gemacht. Das ist ja ein sehr festes Material und man braucht extrem viel Energie, aber auch Chemie, um aus diesem harten Material ein weiches Papier herzustellen. Und die Grundidee ist halt, andere Arten von Fasern zu nehmen, nachhaltige Arten von Fasern zu nehmen, die wir nicht chemisch aufbereiten müssen, sondern die halt rein mechanisch aufzubereiten sind. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, Gras zu nutzen. Wir brauchen alleine für den deutschen Papiermarkt jedes Jahr 4 Millionen Bäume, die an Frischmaterial gebraucht werden und die gefällt werden müssen. Und das ist natürlich so eine enorme Zahl. Und wenn man sich das mal anschaut, wir in Deutschland arbeiten ja viel schon mit Recyclingmaterialien. Weltweit sieht das ganz anders aus. Da sind wir eher die Ausnahme. Und die meisten Unternehmen, Papierhersteller, nutzen halt Frischfasermaterialien und müssen dafür natürlich Bäume fällen. Der enorme Vorteil beim Gras ist halt, Gras wächst immer aus der gleichen Pflanze nach. Das heißt, sie brauchen es nicht wieder neu anzupflanzen jedes Mal, sondern es wächst aus einer Pflanze nach. Und deswegen haben wir so ein schönes Bild, um es einfach zu erklären. Es ist ein kleines bisschen wie Haare schneiden. Ja, es wächst immer nach und wir können 3-mal im Jahr ernten aus der gleichen Pflanze. Und die ist natürlich im nächsten Jahr dann wieder verfügbar. Das, was wir mittlerweile aus diesen Materialien machen, das sind halt immer Rezepturen. Das heißt, wir können Papiere herstellen, die auch noch Altpapieranteile haben oder auch Frischfaseranteile, je nachdem, welches Produkt man erzeugen möchte. Wir sind jetzt von der Entwicklung so weit, dass wir sagen können, 90% aller Papierprodukte können Sie auch mit der Grasfaser herstellen. Und wenn Sie sich das mal anschauen, wir stellen Wellpappen zum Beispiel her, wir stellen Tüten, Eierschalen, Kartons, wir stellen grafische Papiere her. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Varianten, wie man Papier herstellen kann. Vom Geschäftsmodell her, wir sind eigentlich Rohstofflieferant. Was wir heute an Produkten herstellen, das machen wir, um zu zeigen, welche Vielfalt dahinter steckt. Wir gehen zu Markenartiklern, denen wir Ideen vermitteln für innovative Verpackungen, Coca-Cola, Rewe, Danone, um mal ein paar Beispiele zu nennen, und produzieren gemeinsam mit denen diese Produkte auf den Maschinen der Papierindustrie. Am Ende des Tages wird unsere Rolle aber der reine Rohstofflieferant sein. Wir liefern die Pellets dort an und die Papierfabrik entscheidet, welches Material sie daraus dann herstellt. Letztendlich kann es uns ja egal sein, warum eine Papierfabrik sich für den Rohstoff Gras entscheidet. Er ist am Ende des Tages bis zu 40% günstiger als der Rohstoff Holz. Und insofern gibt es auch rein ökonomische Überlegungen, dieses Material einzusetzen. Denn letztendlich haben wir die große Herausforderung, als Startup zu Milliardenunternehmen zu gehen, der Papierindustrie, die man ein Stück weit überzeugen muss, so eine neue Technologie einzusetzen. Das fällt natürlich leichter, wenn man neben dem ökologischen Aspekt auch noch einen ökonomischen mitbringt. Der Papiermarkt nimmt insgesamt zu. Man hat ja immer das Gefühl, dass eigentlich das papierlose Büro existiert, dass immer weniger Magazine und Zeitungen hergestellt werden. Aber eigentlich durch den Internethandel nehmen Verpackungspapiere extrem zu. Und so entwickelt sich natürlich auch der gesamte Papiermarkt. Also das heißt, es ist ein Markt, der immer mehr Rohmaterialien braucht. Ja? Und deswegen denke ich, dass es halt gerade jetzt richtig an der Zeit ist, auch Alternativen im Rohstoff zu suchen.